Ja. Noch mehr reden. Erzählt mir von den Suchern. Könnt ihr mir mehr über die Sucher erzählen? Die Sucher der Wahrheit entstanden vor langer Zeit aus der ursprünglichen Inquisition, als diese sich mit der Kirche vereinte. Sie waren den Templern übergeordnet und überwachten sie. Außerdem untersuchten sie magische Ereignisse, mit denen die Templer nicht fertig wurden. Wir sollten unfehlbar sein, ohne jeglichen Tadel. Wie selten doch die Realität der Idealvorstellung entspricht. Was sind die jetzt eigentlich? Aber was genau sind Sucher? Diejenigen, die von uns wissen, halten uns für Templer. Wir nehmen jedoch kein Lyrium und wir besitzen andere Fähigkeiten, genau wie auch unsere ursprüngliche Bestimmung eine andere war. Wir haben die Templer kontrolliert und mussten uns allein der Göttlichen gegenüber verantworten. Und in Wahrheit nicht einmal das. Sie haben die Templer angeführt? Also standen die Templer unter dem Kommando der Sucher? Nein, der Orden hat die Befehlsgewalt erst nach dem Aufstand übernommen. Ah. Die Templer haben uns schon immer gefürchtet. Wenn ein Sucher in einen Zirkel kam, wussten sie, dass ihnen Schwierigkeiten drohten. Aber eine derartige Macht ist gefährlich. Man beginnt zu glauben, man sei der Einzige, der die Probleme der Welt lösen kann. Sieht man ein Problem nicht, existiert es auch nicht. Und sollte irgendjemand darauf beharren, dass es doch existiert, so ist er der Blinde. Ja, jetzt habe ich eine Katze auf dem Schoß. Na super. Lässt sich das denn lösen? Denkt ihr, dieser Missstand ließe sich je lösen? Womöglich. Aber dafür müssten sich die Sucher selbst ändern. Und dazu waren sie eindeutig nicht bereit. Sie haben lieber alles aufgegeben, wofür sie standen, um es zu verhindern. Tief im Innersten glaube ich daran, dass sie noch immer gerettet werden können. Allerdings nicht durch ihre eigene Hand. Ja, um das zu erklären, gerade wurde geklopft, weil die Katzen vor meiner Tür saßen. Und jetzt habe ich einen Kater auf dem Schoß. Was für Fähigkeiten habt ihr denn? Ihr habt erwähnt, dass die Sucher andere Fähigkeiten besitzen als die Templer. Ja, vollkommen andere. Die Fähigkeiten eines Templers entstammen dem Lyrium und sind darauf ausgerichtet, Magier zu jagen. Unsere entstammen einem Ritual und vielen Jahren spezieller Ausbildung. Wir können nicht von Dämonen besessen werden und sind immun gegen Gedankenkontrolle, was angesichts unserer Aufgabe äußerst nützlich ist. Ja. Sucher können außerdem noch weitere Gaben erlangen, allerdings hängt das von der jeweiligen Person ab. Und was sind eure Gaben? Welche Art von Gaben besitzt ihr? Ich kann das Lyrium im Blut einer Person entfachen. Sowohl Magier als auch Templer beugen sich meinem Willen. Einige Sucher nutzen dies für Verhöre, andere einfach zur Lähmung. Einmal gab es sogar einen Sucher, der es nutzen konnte, um zu töten. Diese spezielle Gabe gilt als äußerst selten. Oh je. Und warum rebellierten die Sucher? Warum hat sich euer Orden gegen die Kirche gewandt? Wir waren ursprünglich durch einen Vertrag mit der Kirche verbunden, der besagte, dass sie die Magier unter Kontrolle halten würde. Doch als es hieß, ihre Heiligkeit habe es dem Zirkel der Magi gestattet, über seine Unabhängigkeit abzustimmen, erachtete man den Vertrag als gebrochen. Die Sucher sahen sich im Recht und führten die Templer in einen Krieg für die Gerechtigkeit. Und ihr seid doch nicht so einverstanden mit? Ihr klingt, als wärt ihr damit nicht einverstanden. Wir wussten, was in Kirkwall vor sich ging, dort, wo der Magieraufstand begann. Wir waren schon Jahre zuvor Berichten nachgegangen, in denen uns Kommandantin Merediths harter Umgang mit ihren Schutzbefohlenen geschildert wurde. Aber wir fanden so viele erschreckende Fälle von magischer Verderbtheit, dass ihr Vorgehen als gerechtfertigt eingestuft wurde. Ich wünschte, wir wären dort gewesen, als es geschah. Ich wünschte, wir wären den Ursachen auf den Grund gegangen. Na, da stimme ich mal zu. Ihr habt recht. Irgendetwas hätte unternommen werden müssen. Wann immer sich die Sucher mit einem Problem konfrontiert sahen, haben sie sich ihm geschlossen entgegengestellt und es vernichtet. Wir haben immer eine Antwort gefunden, bis auf dieses eine Mal, da wir dachten, es wäre nicht nötig.
Doch in dem Augenblick, da die Magier für ihre Unabhängigkeit stimmten, war unsere Reaktion absolut vorhersehbar. Es war schwer, das mit anzusehen. Und wie seid ihr zu einem Sucher geworden? Wie wird man ein Sucher? Die meisten Sucher beginnen schon in ihrer Jugend mit der Ausbildung. Ich war deutlich älter, eine Ausnahme aufgrund meiner adligen Herkunft. Wir durchlaufen eine jahrelange harte Ausbildung. Für die Wacht müssen Körper und Geist beweglich sein, doch selbst dann scheitern die meisten. Und was ist die Wacht? Ist die Wacht eine Art Initiationsritus? Sie ist ein Ritual, das jeder Sucher durchlaufen muss, um seine Gaben heraufzubeschwören. Das heißt ein Jahr des Fastens, des Gebets und der Abschottung gegen jegliche Ablenkung, auch durch andere Leute. Wir befreien uns von jeglichen Gefühlen und konzentrieren uns allein auf die Reinheit unserer Hingabe. In dem Moment, in dem es endlich endet, ist es wundervoll. Es ist die Verwirklichung des Glaubens. Ich kann es nicht in Worte fassen. Das klingt wirklich wundervoll. Ich wünschte, ich könnte das auch erleben. Wäre die Wacht nicht derart beschwerlich, würde ich sagen, mehr Leute sollten es versuchen. Was, wenn die Magier die Besessenheit durch Dämonen nie hätten fürchten müssen? Doch es hieß, das wäre unmöglich. Und ich befürchte, jetzt werde ich die Wahrheit wohl nie erfahren. Na, vorher ist genug geredet. Ich habe keine weiteren Fragen. Zumindest über die Sucher. Weiter geht's. Seid gegrüßt. Reden wir über die Kirche. Darf ich euch etwas über die Kirche fragen? Es ist schwer zu sagen, was jetzt aus der Kirche werden wird. Sie hat keine Templer mehr, keine Anführerin. Und es gibt niemanden, der würdig wäre, die Nachfolge der Göttlichen anzutreten. Sie bricht ausgerechnet dann auseinander, wenn sie am dringendsten gebraucht wird. Ich will mir gar nicht ausmalen, was das für die Zukunft bedeutet. Ja, sagen wir erstmal, wer ist der Kanzler eigentlich? Welchen Einfluss besitzt Kanzler Roderick tatsächlich? Er ist ein Bürokrat, dessen Aufgabe es ist, den Rest der Kirche über den Willen der Göttlichen zu informieren. Insofern ist er es gewohnt, dass die Klerikerinnen an seinen Lippen kleben, darauf hoffend, sie könnten von seinem Einfluss profitieren. Dennoch ist Roderick kein schlechter Mensch. Er ist verängstigt und glaubt, er müsse die Lücke ausfüllen, die der Tod ihrer Heiligkeit hinterlassen hat. Und einige stimmen ihm da womöglich zu. Auch wenn er weit unten in der Hierarchie steht, so ist doch niemand Höhergestelltes mehr übrig. Wird er ein Problem darstellen? Könnte er zu einem großen Problem werden? Nicht mehr, als er es ohnehin schon ist. Er hat dem Klerusrat seine Nachricht zukommen lassen. Das war die einzige Karte, die er ausspielen konnte. Sich noch weiter mit ihm zu befassen, würde ihm nur eine Glaubwürdigkeit geben, die er nicht verdient. Das Kätzchen lässt sich gerade schmusen, das ist unglaublich. Warum habt ihr die Kirche eigentlich verlassen? Es überrascht mich, dass ihr gegen die Kirche rebelliert habt. Ich verließ meinen eigenen Orden, als er den falschen Weg eingeschlagen hat. Mit der Kirche war es dasselbe. Dennoch habe ich in beiden Fällen nicht aufgehört, mich um sie zu sorgen. Ich sorge mich sogar so sehr, dass ich drastische Maßnahmen für nötig halte. Ich nehme an, die Geschichte wird meine Taten eines Tages beurteilen. Kommt eine neue Göttliche eigentlich irgendwann? Wird die Kirche die göttliche Justinia ersetzen? Sie wird es versuchen. Sobald sich die Priesterinnen zum großen Konsens zurückziehen, kann dieser nach dem Gesetz der Kirche erst enden, wenn eine neue Göttliche gefunden ist. Manchmal dauert es Tage oder Wochen oder sogar Monate. Das derzeitige Problem ist, dass es keine klare Nachfolgerin für Justinia gibt. Sämtliche würdige Klerikerinnen sind beim Konklave mit ihr gestorben. Und wenn sie sich gar nicht einigen? Was geschieht, wenn sie sich nicht auf eine Nachfolgerin einigen können? Theoretisch müssten sie dann diskutieren, bis die Erschöpfung sie dahin rafft oder sie zur Vernunft kommen. In der Praxis jedoch würde die Kirche zerfallen, wenn sich der große Konsens zu lange hinzieht. Jede Klerikerin mit genug Ehrgeiz, aber zu wenig Verstand, wird diese Situation als einmalige Chance betrachten. Und von ihnen gibt es reichlich. Wir werden sehen, was geschieht. In der Zwischenzeit jedoch muss die Inquisition handeln. Sekunde, ich muss kurz mal wieder was mit dem Kater machen. Das elende Vieh hat sich wieder irgendwo hingesetzt, wo er nicht sitzen sollte.
So, ja, Kat hat sich nochmal überlegt. Er sitzt doch wieder auf dem Schoß. Katzen. Dient ja eigentlich der neuen Göttlichen dann mal. Wenn Sie eine neue Göttliche gewählt haben, werdet ihr ihr dann dienen? Das hängt davon ab, ob sie meine Dienste wollen würde. Ich bin jetzt eine Rebellin, erinnert ihr euch? Und selbst wenn sie es wollte, weiß ich es nicht. Es käme darauf an, welche Art von Göttliche sie wäre. Ich bin nicht länger imstande, anderen blindlings zu folgen. Und keine neue Göttliche könnte einen derartigen Gehorsam von mir erwarten. Und soll die Kirche eigentlich gerettet werden? Denkt ihr wirklich, dass die Kirche es wert ist, erhalten zu werden? Wenn ihr nach meiner Meinung fragt, ja, auf jeden Fall. Schafft man die Kirche ab, werden neue Probleme die alten ersetzen. Wir werden nichts aus der Geschichte gelernt haben. Die Leute brauchen Stabilität und die Kirche braucht eine neue Ausrichtung. Andraste hatte einen Traum für uns und er kann noch immer in Erfüllung gehen. Was würde ich als Ausrichtung vorschlagen, würde ich mal sagen. Und was wäre diese neue Ausrichtung? Bedingungslose Hingabe an das, was wirklich wichtig ist. Statt Kathedralen zu errichten und Kleider für die Göttliche zu nähen, hat die Kirche ihre Mittel einst dafür verwendet, die Armen zu speisen. Wenn wir das Wort des Erbauers in die Welt tragen wollen, müssen wir es mit offenen Herzen und offenen Händen tun. Idealistisch. Für eure Verhältnisse klingt das ziemlich idealistisch. Ach, tatsächlich. Ich glaube nicht, dass es derart unerreichbar ist. Es gibt in der Kirche viele gute, aufrechte Leute. Sie brauchen nur Führung und Inspiration. Sie müssen von Jahrhunderten des Festhaltens an Traditionen und Zeremonien befreit werden. Die Möglichkeit der Erneuerung ist greifbar. Und sie muss nicht mit heillosem Chaos verbunden sein. Das wäre jetzt aber wirklich alles. Danke. Können wir nochmal bitte quatschen? Kann ich euch irgendwie helfen? Nee, gerade nicht. Das wäre vorerst alles. Dann bis zum nächsten Mal. Ich überlege, ob ich nicht doch tatsächlich halbe Stunde Folgen machen müsste. Ich müsste zwar häufiger aufnehmen, aber ganz ehrlich, das ist bei Dragon Age Inquisition gar kein Problem. Das Spiel macht unglaublich viel Spaß. Denn wir wissen ja, wenn die Inquisition eine vernünftige Kavallerie ins Feld schicken will, braucht sie bessere Pferde. Ich habe gehört, Sucherin Pentagast möchte Meister Dennett in den Hinterland und geeignete Pferde abkaufen. Oh, und seit wann geht es dich etwas an, was die hohen Damen und Herren tun? Mein Onkel zu Hause in Ansburg war 5. Prätor. Und was heißt das für dich, zu Hause in Ansburg? Genauso wenig wie hier, um ehrlich zu sein. Aha. Ich bin gerade ein bisschen fasziniert von den Fußspuren. Fußspuren? Flisser dachte, ihr und eure Männer seid vielleicht durstig. Sie schickt mich, um euch zu fragen, ob ihr irgendetwas braucht. Nein, alles bestens, danke. Harit! Dachte ich mir schon, dass ihr hier vorbeikommt? Ich bin Harit. Und alle hier wissen, wer ihr seid. Wie passt die neue Rüstung? Ziemlich gut. Sie ist robust und warm. Perfekt. Gut. Die Welt hat den Verstand verloren. Normale Rüstungen und Klingen sind gut gegen Banditen, aber wir kämpfen hier nicht gegen Banditen. Meine Ausrüstung hilft euch im Kampf mit Dämonen, Abtrünnigen, was auch immer diese Welt euch entgegenwirft. Ihr braucht also etwas Handgemachtes, etwas Besonderes. Bringt uns nur das Material, den Rest erledigen wir. Tja, erstmal nachforschen. Oh Gott, es geht da los. Was könnt ihr hier machen? Was könnt ihr mit euren Leuten hier herstellen? Waffen und Rüstungen. Aus Eisen oder verfluchten Drachenknochen, wenn ihr welche habt. Unsere Modelle sind einfach, erfüllen aber ihren Zweck. Falls ihr irgendetwas Besonderes wollt, zeigt mir einfach euren Entwurf. Dann sehen wir, was wir tun können. Rüstet ihr die Truppen aus? Wer rüstet die Soldaten der Inquisition aus? Ich nicht. Hab Wichtigeres zu tun, als jedem Idioten, der sich rekrutieren lässt, ein Schwert in die Hand zu drücken. Wenn ihr den Truppen helfen wollt, redet mit Quartiermeisterin Thren. Sie wird euch sagen, was sie braucht. Erzählt mehr von euch. Wie hat es euch an diesen Ort verschlagen? Ich stamme aus einem Städtchen namens Lothering. Oh. Aber das gibt's schon lange nicht mehr. Danach war ich in Redcliffe, als es die dunkle Brut während der Verderbnis attackierte. Hab geholfen, es wieder aufzubauen. Hab meine Zelte dort abgebrochen.
Als die Hohen Herren beschlossen, dass es an der Zeit wäre, den Ort diesen verfluchten Magiern zu übergeben. Irgendwann bin ich dann hier gelandet, kurz nach dem großen Knall. Keine Ahnung, ob ich der größte Glückspilz auf Erden bin oder das genaue Gegenteil. Beunruhigend. Was ihr auch seid, ich hoffe, eure Pechsträhne ist vorbei. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Nachforschen. Wir können noch mal fragen. Wie hat es euch an diesen... Ist eine lange Geschichte, die es nicht wert ist, zweimal erzählt zu werden. Ach so, Entschuldigung. Warum braucht ihr eigentlich mein Material? Hat die Inquisition kein Material für Rüstungen oder Waffen? Ist nicht leicht, Händler hierher zu locken. Die setzen das seltene Zeug nicht gern aufs Spiel. Das müsst ihr schon selbst besorgen. Habt ihr Entwürfe hier? Falls ich etwas brauche, was habt ihr im Angebot? Wir sollten klein anfangen. Mit etwas, das euch schützt. Werft einen Blick auf den Tisch dort, dann reden wir weiter. Ihr werdet Material brauchen. Wir müssten draußen aber alles haben, was ihr wollt. Und Verbesserungen? Könnt ihr mir helfen, meine Waffen und meine Rüstung zu verbessern? Ja, wenn ihr einen neuen Rüstungsteil findet, sagen wir einen Schulterschutz oder Beinschienen, erledigen wir alles Weitere. Ihr könnt eurem Schwert in der Schlacht nicht einfach einen neuen Griff verpassen. Bringt es her, damit wir ihn fachgerecht ersetzen können. Alles klar, dann haben wir alles. Wiedersehen. Wiedersehen. Als dann. Lass eine Rüstung herstellen. Das Modifizieren, Waffen. Ah, Rüstung. So. Ja. 72. Was kann unsere eigene Rüstung machen? Falls ihr etwas braucht, lasst es nicht wissen. Okay. Wurde offenbar abgeschlossen, aber was kann unsere Rüstung momentan? 53. Da stellen wir auf jeden Fall eine neue her. Ja, was? Ja, hier können wir jetzt einfach unsere Materialien draufklatschen. Und weil wir momentan nichts haben, nutzen wir einfach Eisen. Was, das ist ja, wenn ihr, das ist das gleiche Ergebnis. Also Eisen. Und, ja, weil wir sonst nichts haben, Eisen herstellen. Blocken, Verteidigerpanzerung. So, Rüstung modifizieren. Ja, ich weiß wie. Ich weiß, wann Rüstung modifiziert. Dafür gibt es keine Modifikation. Dafür haben wir keine. Und was haben wir hier für? Für den Armschutz haben wir doch was, oder? Ja. Drei Verteidigung im Nahkampf. Okay, lass draufpacken. Bestätigt. So. Das dürfte euch. Rüstung. So. Können wir unsere. Ja, hier. Neuer Verteidiger-Harnisch. Und. Ansonsten haben wir nichts. Dienste leisten. Können wir Waffen herstellen? Haben wir dafür irgendwelche Pläne? Ach ja, wir können das für Bianca herstellen, aber... Falls ihr etwas braucht, lasst es mich wissen. Erstmal können wir, glaube ich, Bianca anpassen. Zielverrichtung, das Zielmodul 1, Griff, haltbarer Griff und ein zusätzlicher Bogen dazu. So. So. Sieht gut aus. Danke. So, was haben wir denn hier gerade? Weg des Inquisitors? Ja, Bedrohung wird bestehen. Später. Rotes Tuch. Rotlyrium vorkommen. Der Kater geht durch die Gegend. Fahlbruch. Macht benötigt. 8. Ah, haben wir nicht. Notizen und Requirierung für Waffen. Sturmküste, Wachsamkeit an der Küste. Alles klar. Wachsamkeit an der Küste? Es gibt Berichte über eine kleine Schar grauer Wächter an der Nordküste Ferelns, im Gebiet, das Sturmküste genannt wird. Gut, dann können wir erstmal hier die Notizen beschaffen. Gut, das war eine lange, lange Quatschrunde. Oh, es gibt hier Eisen.
Elfenwurzeln. Ganz wichtig. Das Lustige ist, die ganzen Kräuter und so und die, auch die Erze, das alles respawnt, wenn man die Map neu lädt. Das heißt, es ist nicht möglich, einfach alles leer zu räumen. Sobald die Map neu geladen wird, bumm, alles wieder da. Was ist denn hier? Ja, wenn der Kompass pulsiert, das heißt, wenn das hier ist, dann können wir V drücken und dann passiert das hier. Und dann sagt er uns, in welche Richtung... Ich sollte mich umsehen. Ja, in welche Richtung wir uns umsehen sollten. Untersuchen. Bringen die Notizen zu Altar an. Meint man, hier ist noch irgendwas... Ah, Elfenwurzel. Wir können auch noch, bevor wir da hingehen, hier, so eine Holzschlagposition suchen. Oh, Elfenwurzel. Im Schnee natürlich. Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr Eisen. Noch mehr. Einfach mit bloßen Händen rausreißen. Das Eisen mit bloßen Händen rausreißen. Ohne uns die Hände zu vereisen. Ich weiß. Es tut mir leid. Tut mir doch leid, aber es wird trotzdem nichts ändern, was mir leid tut. Halt, das Lootradar hat was angezeigt. Da ist Eisen. Das sieht immer noch krass aus. Ja, ich weiß, es ist immer noch nicht die Action losgegangen, aber das passt schon. Ja, Holzschlagposition beanspruchen. So, stellen wir unsere Standarte hier auf. Das ist jetzt unser. Jetzt könnten wir dahin... Nee, können wir nicht einfach dahin schnell zurückreisen. Alles klar. Also zu Fuß. Ich bin und bleibe angetan davon, wie schön das auch aussieht. Klopf, klopf, hallo. Ich habe mit Kommandant Cullen gesprochen und möchte mich für das, was ich zu euch gesagt habe, entschuldigen. Schon gut. Also, Speer Pelaine, was könnt ihr mir über Redcliffe erzählen? Die Magier verhalten sich seit ihrem Angriff auf das Konklave recht ruhig. Ihrem Angriff? Habt ihr Informationen, die belegen, dass die Magier für den Angriff verantwortlich waren? Nun, ich hatte angenommen... Sprecht nicht weiter. Unsere Aufgabe ist es, verwertbare Informationen zu sammeln.
Vermutungen führen nur dazu, dass wir etwas Wichtiges übersehen. So. Zum Requirierungstisch. Hat Völk eigentlich noch was zu sagen? Womit kann ich dienen? Eine Frage. Darf ich euch etwas fragen? Ihr wollt über mich reden? Ich bin gerührt. Außerdem neige ich zu extravaganten Lügen. Das wäre alles. Kein Problem. Nicht so. So. Womit kann ich dienen? Rotes Lyrium. Ich wüsste gerne mehr. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. War klar, dass wir schon alles hatten? Ja. So, noch was? Womit kann ich dienen? Hawk. Ich habe eure Geschichte des Champions gelesen. Ja. So geht es den meisten. Nur zu, schießt los. Alles klar. Man sieht. Bei Welt haben wir schon irgendwie alles abgequatscht das letzte Mal. Ist schon eine Weile her. Mögen alle die Ursachen des Lichts anstellen. Sagrad hat gesagt, die Decken bringen nichts ein. Deshalb überlässt er sie der Inquisition kostenlos. Wie nett von ihm. Ja, außerdem sagt er, wenn die Leute erstmal erfroren sind, geben sie kein Geld mehr aus. Tja, da hat er nicht Unrecht. Das macht Sinn. Wir können Inquisitionswaffen herstellen. Waffen für die Inquisition? Herstellen. Da, wo tausend das. Und Scham. Das war gute Arbeit mit diesen Vorräten. Jetzt können die Schmiede unsere Truppen besser ausstaffieren. Euch betrifft das vermutlich nicht. Aber unsere Rekruten haben jetzt bessere Chancen, wenn das nächste Monster aus irgendeinem Riss springt. Alles klar, bis dann. Lebt wohl. Der Bauer sei mit euch.